Was für dein Geschwister? Und die Liebe, die er gezeigt hat am Kreuz. Und trotz den Feinden, die sie angenagelt haben an diesem Kreuz, hat er sie doch vergeben und hat für die gebetet, dass der Herr sie verzeiht. Und um diese Liebe, um diesen Leid. Und jetzt Jesaja auch schreibt von Jesus. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Wie ein Lamm hat er geschlachtet, aber seinen Mund hat er nicht aufgetan. Und er war dort am Kreuz. Er hat nichts gesagt. Es sind zwei Räuber, die am Kreuz mit ihm standen. Einer hat ihn verspottet. Sogar der am Kreuz, aber der andere, der hat um Gnade gebeten. Er hat gedacht, wenn du jetzt im Paradies bist, wieso gedenke an mich? Und er hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auf diesen hat er gehört. Auf diese Worte hat er gehört von diesem Räuber. Und heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Trotz den allen Gespotten, den ganzen Verachtungen hat er nicht geantwortet, aber auf diesen Worten hat er geantwortet. Er ist ein liebender Gott, er ist die Liebe persönlich. Sweet.